Schönheit hat damit zu tun, dass uns etwas gefällt. Und zwar nicht, weil etwas klug ist, nicht, weil etwas moralisch anständig ist, sondern weil etwas aufgrund seiner sinnlichen Erscheinungsweise uns fasziniert oder beeindruckt. Schönheit ist ein Phänomen der Wahrnehmung. Schönheit ist ein Phänomen der Empfindung. Schönheit ist ein Phänomen der Sinnesorgane, des Sehens, des Hörens. Vielleicht auch des Spürens, der Atmosphäre. Ja, mein Name ist Konrad Paul Liesmann. Ich bin Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien. Und einer meiner Forschungsschwerpunkte ist die Ästhetik, die Kunstphilosophie und damit auch das Thema Schönheit. Und eine der berühmtesten Definitionen von Schönheit stammt ja von dem Philosophen Immanuel Kant, der das folgendermaßen bestimmt hat: Schön ist dasjenige, was in uns ein interesseloses Wohlgefallen auslöst. Das heißt, schön ist das, was ohne jedes Interesse gefällt. Das heißt, Schönheit ist eigentlich etwas, was nicht damit zu tun hat, dass wir Dinge gut finden oder klug finden, sondern Schönheit ist das, was unseren Sinnen gefällt, das in seiner Erscheinungsweise uns beeindruckt und fasziniert. Das heißt, Schönheit oder das Schönheitsempfinden, das Schönheitsgefühl, könnte man sagen, ist die einzigartige Fähigkeit des Menschen, Töne, Farben, sinnliche Eindrücke nicht nur danach zu beurteilen, bedeutet das für mich etwas, ist irgendwo eine Gefahr, muss ich mich jetzt auf etwas konzentrieren, sondern danach zu beurteilen, welchen Eindruck hinterlässt es bei mir? Gefällt es mir oder gefällt es mir nicht? Die Merkmale sind in der Zwischenzeit ziemlich gut bekannt. Das fängt an mit Jugendlichkeit, Durchschnittlichkeit, Symmetrie, Körpergeruch, Hauttextur, Bewegungsabläufe und so weiter. Das ist alles. Und Stimme natürlich. Man hat versucht, das auseinander zu dividieren, aber das ist eine ganzheitliche Wahrnehmung. Ja, wir sehen die Person als Ganzes, also Gesicht und Körper und Stimme und Körpergeruch und so weiter und so fort. Das wird alles, geht alles in ein Bild ein. Mein Name ist Karl Gammer, ich bin Verhaltensforscher an der Universität Wien. Natürlich liegt Schönheit im Auge des Betrachters, aber nicht in dem Sinn, dass jeder Betrachter ein anderes Schönheitsideal hat. Klar generiert der Betrachter das, was schön ist letztlich. Wir wissen aber nicht, wie das Gehirn das macht eigentlich. Was wir wissen ist, dass es Belohnungszentren gibt im Gehirn, die dann aktiviert werden, wenn man was Schönes sieht. Das ist aber sehr amorphe Geschichte. Bisher hat man also das noch nicht festnageln können an einer Stelle im Gehirn, wie man es gern machen würde. Was wir aber wissen und worauf sehr viel hindeutet, ist, dass es eigentlich keine Schönheit sozusagen fürs Gehirn gibt, sondern dass das Gehirn Hässlichkeit vermeidet. Das heißt, das Gehirn hat keine Theorie von Schönheit, sondern hat eine Theorie der Hässlichkeit. Und das ist das, was das Gehirn eigentlich benutzt, weil man sehen kann, dass wenn man unattraktive Gesichter sieht, wird das Ekelzentrum im Gehirn aktiviert. Und schon in der antiken Philosophie, bei Platon, bei Aristoteles, anderen Autoren finden Sie Überlegungen, was sind denn eigentlich die Merkmale, die ein Gegenstand oder auch ein Mensch oder ein Gesicht aufweisen muss, damit wir es als schön empfinden? Gibt es so etwas wie objektive Kriterien für Schönheit? Und es gibt schon eine starke Theorie,
die sagt, ja, es gibt diese Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit wir etwas als schön empfinden, auch wenn diese Kriterien sozusagen bestimmte Bandbreite der Variation zulassen. Wenn wir von menschlicher Schönheit sprechen, und die ist ja die interessanteste. Ja, der Philosoph Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, also Schönheit beginnt mit der Schönheit des Menschen. Wenn wir von menschlicher Schönheit sprechen, dann gibt es, glaube ich, quer durch alle Kulturen und quer durch alle Zeiten so ein paar Gesichtspunkte, die diese Schönheit auszeichnen oder diese Schönheit markieren. Zum Beispiel eine glatte Haut, bestimmte Form von symmetrischem Körperbau, bestimmte Form von Ebenmäßigkeit, richtige Proportionalität, dass Augen, Nase, Mund in einem richtigen Verhältnis zueinander sind. Und wenn diese Proportionalität gestört wird, empfinden wir das eine Zeit lang noch als interessant, dann als auffällig und irgendwann einmal als hässlich. Und leider, möchte man fast dazu sagen, gilt seit der Antike Jugendlichkeit auch als ein Attribut des Schönen, weil das eben auch mit der Glätte, mit einer bestimmten Form von Vitalität zu tun hat. Und das wird seit Alters her als ein Indikator des Schönen gewertet. Schönheit ist etwas, das mich überwältigt, wenn ich es sehe. Es lässt mich niemals gleichgültig. Es verlangt von mir, eine Position zu ihr zu beziehen. Wenn wir jetzt meinetwegen an eine schöne Frau denken, die den Raum betritt, ja, die Leute drehen sich um, sofort ist die Atmosphäre verändert. Ich bin Rebecca Reinhardt, ich bin freie Philosophin, Buchautorin, Redakteurin der Philosophiezeitschrift Hohe Luft und Speakerin für Unternehmen. Ja, tatsächlich leben wir in einer Zeit, in der die Geste mehr zählt als der Geist, in der es mehr um Schein geht als um Sein. Und wir leben in einer Kultur der Bilder. Und die Macht eines Bildes hat immer einen größeren rhetorischen Effekt als das ausgearbeitetste Argument. Ich habe mal gesagt, Schönheit ist nicht verfassungskonform, weil wir eigentlich alle gleich sind, aber durch unser äußeres Erscheinungsbild durchaus unterschiedlich behandelt werden von anderen Menschen. Das ist zum Beispiel so, schönere Kinder kriegen die besseren Schulnoten, das ist das, was wir wissen. Wir wissen, dass schönere Verbrecher die geringeren Strafen kriegen. Wir wissen, dass zum Beispiel bereits kleine Babys schönere Menschen länger anschauen als weniger attraktivere Menschen. Wir wissen, dass das Ganze bei den Einstellungsgesprächen eine Rolle spielt. Es ist also undemokratisch sozusagen. Und das zweite Problem ist, es wird immer eine größere Rolle spielen, weil wir immer sehr weniger Leute in sehr kürzerer Zeit treffen und unsere ganzen Entscheidungen über Leute nur auf Grund von kurzen Eindrücken treffen und wir gar nicht in der Lage sind, die kennenzulernen. Und das ist problematisch. Ja? Und da aber das generiert auf der anderen Seite einen gigantischen Markt. Ich habe kürzlich gelesen, die Durchschnittsamerikanerin gibt 40% ihres Einkommens für Schönheitsprodukte aus. Und der ganze Markt, also ist in etwa 243 Milliarden pro Jahr, nur in USA. Ja? Das ist praktisch fast die Hälfte des amerikanischen Verteidigungsetats. Also das ist eine gigantische Summe, die da umgesetzt wird. Und wenn man sowas findet, ja, dass praktisch so ein Markt vorhanden ist, dann muss irgendwo ein Grund sein, weshalb dieser Markt funktioniert. Ja. Und das ist eben der Vorteil, den man aus seinem Erscheinungsbild ziehen kann gegenüber von anderen.
Schönheitsideale haben die Eigenschaft, wie alle Ideale, einem Wandel zu unterliegen. Es gibt natürlich verschiedenste Parameter, die das beeinflussen. Ja, ich bin Dr. Lothar Schultes. Ich bin hier für die Sammlung Kunstgeschichte und für das Kunstgewerbe zuständig. Und ja, ich bin seit über 30 Jahren hier, wenn man so will, Urgestein des Museums. Ja, Schönheitsideale gibt es eigentlich erst, seitdem es ein Bewusstsein für Schönheit gibt. Es beginnt zwar schon sehr früh, also das ist der Name Nofretete bedeutet ja eigentlich, die Schöne ist gekommen. Also in Ägypten hat man zumindest im Neuen Reich dann durchaus ein Bewusstsein dafür entwickelt gehabt, was Schönheit ist. Aber spätestens mit dem Christentum beginnt man dann ganz andere Prioritäten zu setzen. Das irdische Leben ist es sozusagen nur zweitrangig im frühen Christentum und es wird alles auf das jenseitige Leben ausgerichtet. Aber spätestens im 13., 14. Jahrhundert beginnt dann sozusagen so eine Wiederentdeckung der Schönheitsideale. Hängt vielleicht damit zusammen, dass damals durch die Kreuzzüge man also mit der Kunst des Orients und mit der Kunst Ostroms, also des Byzantinischen Reiches, in Kontakt gekommen ist. Und wir haben also da im 13. Jahrhundert zum Beispiel an der Kathedrale von Reims eine Figur der Madonna, die ausschaut wie eine antike Gottheit. Es gibt also vor allem durch die Attraktivitätsforschung der letzten Jahre doch relativ sichere Erkenntnisse darüber, was Schönheit ausmacht. Das ist auch wissenschaftlich sozusagen genau überprüfbar und da hat sich eben herausgestellt, also, dass das gewisse Merkmale also sozusagen durchgehend durch alle Zeiten und Kulturen eine Konstante da eben bilden, also das ist zum Beispiel Symmetrie, also man empfindet eben ein Gesicht mit wenig Abweichungen von der Norm als schöner als eins, das also irgendwelche besonders übermäßigen Charakteristika besitzt. Das dürfte wahrscheinlich sozusagen in unserer biologischen Veranlagung sein, also es ist ja so, dass man mit Schönheit auch sozusagen erotisches Verlangen kombiniert und dass also eben die Natur es scheinbar so, doch so vorgesehen hat, dass schöne Menschen attraktiv sind und eben, dass man sich mit schönen Menschen also eben dann auch fortpflanzen möchte. Schönheit ist nicht gleich Sex. Aber Sex oder Erotik, würde ich vielleicht eher sagen wollen, ist ein Teil dessen, was wir schön nennen. Also jetzt ist natürlich wieder die Frage, was wollen wir verstehen unter Erotik? Heute wird Erotik gerne mit Porno gleichgesetzt, ja, mit bestimmten vorfabrizierten Effekten. Die sofortige Stimulation, ein sofortiges Gratifikationserlebnis versprechen. Aus philosophischer Sicht ist aber Eros natürlich etwas ganz anderes. Platon hat Eros als großes göttliches Wesen definiert, das in uns Menschen erst die Lust an allen Nuancen des Schönen erweckt. Nicht nur die Lust am körperlich Schönen, sondern natürlich auch am geistig, am seelisch Schönen. So wirklich isolierte Kulturen hat es ja ganz selten gegeben, weil die meisten Kulturen hatten Austausch zu anderen und haben sozusagen bestimmte Vorstellungen, die andere Kulturen entwickelt haben, immer als sozusagen als fremd auf der einen Seite, als ungewohnt, aber auch gerade weil fremd und ungewohnt immer bis zu einem gewissen Grad auch als faszinierend und als besonders attraktiv empfunden. Ja? Man erinnert sich etwa an das Phänomen des Exotismus, das wir in Europa kennen seit sozusagen fremde Welten entdeckt worden sind.
dass man hier sozusagen das als besonders attraktiv empfunden hat. Aber es stimmt natürlich, dass durch die Globalisierung und vor allem durch den weltweiten Austausch von Bildern, die jetzt sozusagen über den Erdball gereicht werden, die um den Erdball zirkulieren, und diese Beobachtung macht man tatsächlich, sich Schönheitsideale einander annähern. Ich denke an solchen Phänomenen, ja, wie eben diese Vorstellung von Schlankheit bis hin tatsächlich zur lebensbedrohlichen Abmagerung. Diese Phänomene zeigen sozusagen, wie, in welchem Rahmen Schönheit tatsächlich auch kulturbedingt bzw. von der Kulturindustrie bestimmt werden kann. In der Regel war es so, dass vor allem der weibliche Körper genau dann als schön empfunden wurde, wenn er bestimmte Formen von Weiblichkeit, Femininität, Vitalität imstande war auszustrahlen. Das muss nicht immer so weit gehen wie bei den berühmten barocken Ruhmsfiguren. Aber in der Tat war es so, dass vor allem in traditionellen Gesellschaften Weiblichkeit eben mit diesen Attributen, die eben mit Gebärfähigkeit, mit Mutterschaft zu tun hatten, sehr stark assoziiert war und sozusagen der Körperbau dementsprechend modelliert worden war. Und in der Spätgotik gibt es dann ein ganz interessantes Ideal. Da hat man auch junge Frauen dargestellt, als ob sie schwanger wären. Also das ist das Ideal der großen Schwangeren. Wir kennen es zum Beispiel von Adam und Eva Figuren, wo also eben man sozusagen die Gebärfähigkeit, ja, der Frau dadurch irgendwie betont hat. Und es gibt auch groteske Missverständnisse. Also es gibt zum Beispiel ein berühmtes Hochzeitsbild des Giovanni Arnolfini, wo man gedacht hat, die Braut wäre schwanger. Aber das ist natürlich im Mittelalter völlig unmöglich. Also damals war es gesellschaftlich nicht möglich, eine Schwangere zu heiraten. Das war einfach das Ideal. In unserer Zeit ist das einfach anders. In unserer Zeit ist Weiblichkeit nicht mehr fixiert oder nicht mehr abhängig von diesen Konzeptionen von Mutterschaft etwa. In unserer Zeit kann Weiblichkeit ganz anders definiert werden. Das heißt, die typischen Attribute des weiblichen Körpers sind nicht mehr unbedingt notwendig, um ihn als schön wahrzunehmen. Und dann kommt meines Erachtens hier ganz, ganz stark dazu, dass wir sozusagen durch diese Modeindustrie Bilder vorgeführt bekommen, ja, von Schlankheitskonzepten, die in der digitalen Bilderwelt keiner Realität mehr entsprechen, sondern die ja künstlich am Bildschirm erzeugt worden sind. Ja. Und das hat fatale Auswirkungen, weil sehr viele junge Frauen glauben, sie müssen diesen Idealen nacheifern, obwohl auch die ursprünglichen Vorbilder, diese Models, ja, gerade so nicht aussehen, sondern über alle möglichen Methoden so lange bearbeitet worden sind, bis sie diesem vermeintlichen Ideal entsprechen. Also ich würde nicht sagen, dass Schönheit ein Lebensvorteil ist. Es ist schon so, dass attraktiven Menschen grundsätzlich viel zugetraut wird. Man schätzt sie tendenziell eher als intelligenter ein als andere. Man denkt, sie seien gesünder aufgrund eben der harmonischen Gesichtsproportionen.
Aber es kommt eben darauf an, mit was sich diese Schönheit verbindet. Also Schönheit allein wird nicht das Leben schön machen. Dazu gehört sehr viel mehr. Dazu gehört Geist, Intelligenz, Cleverness. Schönheit ist Macht, wenn sie auch von innen kommt. Also wenn sie mit einem gewissen Charisma einhergeht, mit der Fähigkeit, andere in den Bann zu schlagen, nicht nur jetzt mit den äußerlichen Qualitäten, sondern auch mittels Rhetorik, ja, mittels Esprit, mittels innerem Reichtum. Und Schönheit ist eben kein Gut, das man etwa wie Grund und Boden oder wie Geld oder wie Kleider verteilen könnte. Ich kann nicht sagen, ich nehme den Schönen ein bisschen von ihrer Schönheit weg und verteile es unter den anderen, die zu kurz gekommen sind. Das geht nicht. Ja? Und das Ganze wäre kein Problem, wenn es eben nicht so wäre, dass schöne Menschen oder Menschen, die wir als schön empfinden, eben nicht nur den Vorteil haben, dass wir sie als attraktiv wahrnehmen, sondern dass damit auch eine ganz andere Reihe von jetzt unter Anführungszeichen Privilegien verbunden sind. Sie wirken vertrauenserweckender, sie haben bessere Chancen bei Vorstellungsgesprächen. Es gibt Untersuchungen darüber, dass zum Beispiel Lehrpersonen, die gewusst haben, dass sie ihre Schüler sozusagen nicht beurteilen sollen nach ihrem Aussehen, trotzdem war es so, dass dann die Schülerinnen und Schüler, die als attraktiv, als schön empfunden worden sind, die besseren Noten bekommen haben. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass man für ein und dasselbe Verbrechen von ein und demselben Richter anders beurteilt wird, wenn man als Verbrecher schön ist oder nicht schön ist. Ja? Das heißt, die Hässlichen haben die schlechteren Karten. Und deshalb ist sozusagen das Undemokratische an der Schönheit nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern auch ein gesellschaftspolitisches Problem. Also heute in unserer Kultur der Bilder ist Schönheit körperliche Schönheit. Und diese körperliche Schönheit wiederum wird gleichgesetzt mit Leistung, mit Erfolg, mit ökonomischer Performance. Also wer zeigt, was er hat, zeigt, was er kann. Vielleicht sollte man nicht von wollen, sondern eher von müssen sprechen. Also sich schön oder zumindest sich attraktiv darzustellen, ist jetzt so eine Art kollektiven Must geworden. Ich muss bestehen in dieser Gesellschaft. Ich muss etwas leisten. Ich muss Geld verdienen. Wir leben in einer Zeit des Wandels und an der eigenen Schönheit zu arbeiten, scheint ein guter Weg zu sein, um zu reüssieren. Das waren zwei Eingriffe der osteoplastischen Chirurgie, die gleichzeitig die Gesamtstruktur, die funktionelle Gesamtstruktur im Mund und im Gesicht verändert haben. Es ist darum gegangen, um eine dreidimensionale Korrektur einer Verformung des Gesichtes. Es sollte dabei sowohl eine Gesichtsasymmetrie, ein eingefallener Gesichtsteil korrigiert werden, als auch die Grundvoraussetzung für eine ästhetische Zahnheilkunde geboten werden. Mein Name ist Kurt Vinzenz. Ich habe die Ausbildung für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie absolviert, eine vertiefte Ausbildung in der plastischen Chirurgie und zusätzlich noch eine Gegenfachausbildung in der Zahnheilkunde, sodass ich verschiedene Fächer im Gesichtsbereich vereinen kann und aus diesem Grunde ein sehr umfassendes Angebot an Behandlungen anzubieten in der Lage bin. Es gibt zwei Wege. Der eine Weg, der derzeit in der ästhetischen Chirurgie ist, ist mehr oder weniger Veränderung nach Vorbildern, nach gesellschaftlichen Normen. Der zweite Weg ist,
Das ist das, was ich sehr gerne vertrete. Jedes Gesicht ist schön und man kann aus jedem Gesicht ohne Zerstörung der eigenen individuellen Eigenart, des eigenen Gesichtscharakters, eine Optimierung erzielen. Und da kann man oft beträchtliche Veränderungen vollziehen, aber man ändert das individuelle Gesicht nicht. Und das steht oft bei überreichlichen Anwendungen von schönheitsmedizinischen Maßnahmen im Gegensatz zur sogenannten Dekonstruktion des Gesichtes. Da sind die Veränderungen gar nicht so großartig, aber es kommt zu einer Veränderung. Eine Injektion ist eine Beule oder eine gezogene Schlauchbootlippe. Ja, aber es bleibt die natürliche Erscheinungsform eines Gesichtes in dieser vielfältigen Konturform nicht mehr präsent. Und das merkt natürlich unser auf Fusion bedachtes Gehirn. Und deswegen finden wir diese Dinge oft unnatürlich, befremdlich. Und es wird dann eben gesagt, wie schaust du aus? Hätte ich ja gar nicht mehr erkannt. Nicht? Und diese neuen Techniken ermöglichen eine Optimierung im Gesicht, aber man bleibt man selbst. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Und das dürfte erlaubt sein. Das ist etwas, was sehr, sehr dienlich ist. Und das andere ist natürlich, dass man hier bei der Schönheitschirurgie wahrscheinlich wirklich eine sehr differenzierte Position vertreten muss. Es gibt ja schönheitschirurgische Eingriffe schon seit Alters her, die wir als völlig unproblematisch empfinden. Einfach dort, wo Abstände Ohren zum Beispiel oder Korrektur von Zähnen, wo einfach sozusagen eine bestimmte Form von Abweichung von einer Normvorstellung gegeben ist, die ohne große Probleme korrigierbar ist. Des Weiteren, denke ich, müsste man sozusagen unterscheiden zwischen schönheitschirurgischen Eingriffen, wo man sagen kann, das entspricht eigentlich dieser Persönlichkeit, das entspricht ihrem Charakter, das verstärkt nur sozusagen bestimmte Formen einer einheitlichen Person. Und schönheitschirurgischen Eingriffen, wo man das Gefühl hat, das passt ja gar nicht zu diesem Menschen. Das geht ja weit von dem weg. Ja? Das wirkt wahnsinnig gekünstelt. Das wird dadurch, weil es eben gekünstelt wirkt, gar nicht so schön, wie man das glaubt. Gerechtfertigt oder nicht, ich meine, jeder kann ja seinen Wunsch äußern. Die Führung aber von so einem Patienten, und er ist ja noch kein Patient, wenn man mit ihm das erste Mal spricht, sondern ein sogenannter Klient, ist enorm wichtig, weil man aus einem Klienten einen Patienten macht in der Sekunde, wo man invasiv vorgeht. Und die Chirurgie ist invasiv. Dr. Pieser ist mein Name, bin Allgemeinchirurgin und plastische Chirurgin und beschäftige mich vor allem mit der Handchirurgie bei Kindern jetzt. Und früher war ich Vorstand der Universitätsklinik für plastische und Wiederherstellungschirurgie in Innsbruck und habe eine eigene Abteilung in Linz, Wien geleitet. Bei dem einen geht es um Patienten, das heißt Zustand nach Verbrennung, Zustand nach Unfall, Zustand nach Tumorentfernung, also Neubildungsentfernung oder Fehlbildungschirurgie. Und das andere ist Wunschmedizin. Und Wunsch heißt, dass ich als gesunder Mensch mir etwas wünsche, dass ich es amelioriere, also verbessere, für mich verbessere. Und nur um das geht es in der Schönheitsmedizin. Sei es, dass ich jünger ausschauen will, sei es, dass ich einen anderen Außen haben will, sei es, dass ich einen anderen Ausdruck haben will von Seiten der Augen. Und dann gibt es so fließende Übergänge, gerade bei den Augen, wenn jemand hängende Lider hat, die das Gesichtsfeld einschränken, sodass sie beim Schauen nach rechts oder links
vielleicht ein eingeschränktes Gesichtsfeld hat, dann ist es eine medizinische Indikation. Und in Österreich, wo wir ja sehr viel Geld haben, wird so eine Operation auch übernommen, was richtig ist. Also die Grenzen sind fließend. Nicht so bei Falten im Gesicht. Auch bei Schauspielern ist man da jetzt schon sehr vorsichtig. Aber es gibt Grenzen auch in der rekonstruktiven Chirurgie, wo ich sage, na, es müsste schöner gemacht werden, also ästhetisch besser, sodass dieser Mensch wieder auf die Straßen gehen kann. Sprechen wir von den Gesichtstransplantationen, die am Anfang, wo ein Laie gesagt hat, na, das soll schöner sein. Aber es geht um Funktion und Schönheit in der rekonstruktiven Chirurgie und um Schönheit bei der sogenannten Schönheitschirurgie. Die Wünsche sind eigentlich, was meine Praxis angeht, die sind induziert durch Vorbehandlungen sehr oft. Durch Teilbehandlungen, die im Gesamten nicht ins Ziel geführt haben. Ein Beispiel davon sind die Nasenkorrekturen. Eine Nasenkorrektur muss so durchgeführt werden, dass die Nase in das Gesicht hineinpasst. Und da sind wir wieder bei der Proportion. Die Nase muss proportioniert in das Gesicht hineinpassen und hineinintegriert werden. Und oft passiert eines, dass die Nasenkorrektur dann obwohl die Nase sehr schön wurde, zu einem schlechteren Ergebnis führt, als wenn die Nase gar nicht operiert worden wäre. Mein Name ist Ulrike Wolf. Ich bin jetzt 56 Jahre. Es fing damit an, oder ich vermute, es war auch der beginnende Wechsel vielleicht, dass meine Zähne immer lockerer wurden. Das Zahnfleisch hat sich zurückgebildet, die Zähne haben gewackelt, sie waren nicht schlecht, ich hatte kein Karies oder sonst was, sie waren nur nicht mehr fest. Und nachdem ich dann Angst gehabt habe, dass das wirklich irgendwann einmal klack geht und der Zahn rausfällt oder die Zähne rausfallen, habe ich dann gesagt, okay, jetzt suche ich mal einen Spezialisten, jetzt schaue ich mal, was für Dentist oder da in Frage kommt, habe mir dann den ersten rausgesucht und kam dorthin und wie es ist, du gehst natürlich zuerst zum Röntgen und dann wirst du aufgerufen und der Arzt hat mich empfangen mit den Worten, sie sind die Dame, der ich alle Zähne ziehen darf. Und ich war wie vor den Kopf geschlagen und dachte, um Gottes Willen, ne, dass sie wackeln, aber wegen dem brauchen wir es nicht rausziehen. Ne. War dann ziemlich entsetzt und schockiert von dieser Diagnose. Er hat mir dann gesagt, ja, man kann das alles mit Implantaten machen, aber die Frage ist immer, wie schaut der Kieferknochen selber aus? Gut, ich ging dann natürlich auch ehrlich gesagt raus und habe mir gedacht, okay, nie mehr wieder, ich suche mir was anderes. Muss aber sagen, ich war dann noch bei zwei anderen Ärzten und beide haben mir vielleicht ein bisschen netter wie der erste, aber haben mir im Prinzip das Gleiche gesagt. Dann kam ich natürlich auch noch auf die Idee, ja, schaust du das halt einmal im Ausland an, lass dich dort einmal beraten, vielleicht geht ja das, haben die irgendwie andere Möglichkeiten. Und ich muss sagen, es war wieder das gleiche Ergebnis. Sie haben mir wieder gesagt, vorausgesetzt, der Kieferknochen ist okay, kann man Implantate machen und dann kann man halt Brücken machen dazwischen und kann man das wieder aufbauen. Nur kam halt niemand auf die Idee, wirklich, dass er sagt, okay, schauen wir uns den Knochen einmal an. Und dann wollte es der Zufall, dass ich eine Freundin getroffen habe und die mir gesagt hat, du, wir haben da in der Nähe so einen tollen Chirurgen und Fachmann auf seinem Gebiet, warum willst du so weit wegfahren und das überhaupt im Ausland machen? Bitte, bitte geh doch einmal hin. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, es wird jetzt nicht wirklich was ändern, weil ich eigentlich auch wieder mit dem Ergebnis gerechnet hätte, dass man ihm sagt, ja, wieder alles raus. Und hat man dann dort noch einen Termin gemacht und wie gesagt, und dann ging eigentlich eine Tür in eine andere Welt auf. Und Premium.
dann kam es eben zu dieser großen OP, wo das eben in einem der Kiefer gemacht wurde und die Nase. Und ich muss sagen, ich ging so voller Zuversicht und Vertrauen dorthin. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie nicht in guten Händen wäre oder irgendwie, was man ja doch so hat vor Operationen, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Und ich war eigentlich so voll überzeugt, dass das jetzt alles gut wird und dass ich mir meine Zähne behalten kann. Und dass das dann, dass ich kein, was auch für mich sehr wichtig war, nachdem ich im Berufsleben stehe, und dass ich wirklich keinen Tag ohne irgendein Professorium oder ohne irgendwie verunstaltet zu sein, meinen Job nachkommen kann. Also die Wiederherstellung ist rekonstruktiv. Das ist das Schlagwort in der Medizinersprache. Man hat immer getrennt zwischen rekonstruktiver Chirurgie und ästhetischer Chirurgie. Aber die Instrumente und die Techniken in dieser Disziplin sind immer verbessert worden. Wir haben immer neue Instrumente, immer feinere Instrumente, sodass man, wenn man ambitioniert ist, immer bessere Operationstechniken und verfeinerte Operationstechniken entwickeln kann. Aus dem Grund werden zum Beispiel Teilkomponenten des Gesichtes eher umfassend diagnostiziert, da man auch umfassender operieren kann, ohne dem Patienten eine sehr, sehr große Belastung zuzumuten. Also dieser Wahn, sich selbst zu optimieren via exzessives sportliches Training, via Schönheitschirurgie, ist ja letztlich nur eine neue Ausprägung dessen, was es immer schon gab. Ja, wenn Sie ans alte China denken, damals haben die Mütter ihren Töchtern die Fußknochen gebrochen, damit die kleine Lotusform des Fußes erreicht war. Heute brechen die Chirurgen ihren Kundinnen die Nasen. Also was machbar ist, wird gemacht. Es fragt sich natürlich nur, gerade aus lebenskunstphilosophischer Sicht, ob das sinnvoll ist für ein gutes Leben. Ich bin die Jasmin Roth, 35 Jahre und McFit Studioleiterin. Es hat sicher jeder seinen eigenen Beweggrund, aber ich denke mal, diese Schönheitsideale, was jedem gefällt, ist schon ein sehr großer Faktor. Weil jeder will gefallen, jeder will nackt gut aussehen. Also das geht schon alles irgendwo so ein bisschen Hand in Hand, natürlich. Das kommt darauf an, was das Schönheitsideal ist. Manche wollen einfach nur einen gestählten Körper, andere wiederum einfach ein gewisses Gewicht verlieren. Ein athletischer Körper ist also ganz unterschiedlich. Es ist, sag mal, ein gewisses Schönheitsideal. Das, was für mich schön ist oder ansprechend, muss es nicht für dich sein. Ne? Und von daher ist es jetzt schwer zu sagen, das jetzt alles über den Kamm zu scheren, genauso wie viel Muskel ist schön. Ja, das muss jeder für sich selber wissen. Für uns bei McFit ist wichtig, dass die Muskulatur wirklich natürlich aufgebaut wird mit dem richtigen Training und gesunder Ernährung. Ja, also vorwiegend bei den Mädels ist es wirklich so, eben, sie wünschen sich einen knackigen Po, straffe Oberschenkel, also einen gut geformten Bauch. Und bei den Männern, der eine hat doch einen kleineren oder auch größeren Bierbauch. Oder flache Brust, die kommen dann schon und sagen eben, sie wollen also mehr maskuliner sein, größeren Bizeps, Waschbrettbauch, das sind also die Problemzonen.
Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal irgendwie was, damit ich in fit in Form bleibe. Ja, und grundsätzlich ist es einfach, dass ich im Sommer dann ein bisschen was zum Herzen habe, einen definierten Körper. Weil das, ich meine, bis jetzt war es nicht das Problem, dass ich zu dick bin oder so. Aber ich will einfach einen schönen Körper, dass ich mir herzeigen kann. Aber ja, das ist meine Hauptmotivation. Ästhetisch macht es, wenn lange Beine sind. Also, und einfach ein bisschen Muskeln zu sehen sind. Also man muss jetzt nicht übertrainiert sein, ich finde das nicht schön, die Bodybuilder. Das ist auch nicht mein Ziel. Aber zumindest, dass man sieht, der macht was. Der macht das für seinen Körper, der will gesund leben, würde ich sagen. Schönheit ist in meinen Augen aber irgendwo eher sekundär. Also sehr oberflächliche, dieses oberflächliche Level ist mehr so ein, das ist halt auch da, aber darum geht es mir in erster Linie absolut nicht. Hat keine Priorität. Ich müsste lügen, um zu sagen, nein, es geht gar nicht darum. Die Ästhetik und Proportionssymmetrie des Körpers, die Silhouette, die entsteht, hat natürlich irgendwo, ist wichtig, aber nicht nur das. Also definitiv nicht nur das. Weil wenn man das Fernsehen schaut, die ganzen Medien, überall wird ja auch gezeigt, wie hübsch, wie schön, wie bombastisch du einfach sein sollst. Und natürlich, also gewisse Mitglieder oder Menschen hecheln dem auch hinterher oder sie versuchen uns einfach zu erreichen. Ich glaube, wir können gar nicht ohne diese Ideale auskommen, weil wir eben Schönheitsempfinden haben. Weil Schönheit ja genau jenes Vermögen des Menschen ist, das es uns erlaubt, so etwas wie eine Idee von Vollkommenheit zu entwickeln. Ja? Das heißt, wir wissen natürlich, als menschliche Wesen sind wir unvollkommen, wir sind anfällig für Krankheiten, für Entstellungen aller Art. Aber in der Kunst, dort wo die Schönheit ihre Triumphe feiern konnte, gab es immer sozusagen diese Vorstellung, dass im Schönen, in der wirklich idealen Proportionalität, in dem vollkommenen Kunstwerk dem Menschen etwas gegeben ist, er etwas erreichen kann, das sozusagen an diese Idee heranreicht, wo man sagen kann, ich bin der Schöpfer eines vollkommenen Werkes und jetzt auf uns selber bezogen, ich bin der Schöpfer meiner selbst. Das heißt, Schönheit hat natürlich mit Kreativität zu tun. Schönheit ist der Ort, wo wir unsere Kreativität ungeschränkt ausleben können und ausleben wollen. Und deshalb, denke ich, ist es sehr, sehr naheliegend zu sagen, dass wir hier wie in vielleicht keinem anderen Bereich nach Idealen streben, nach der Vollkommenheit streben, nach dem Gelungenen streben, nach demjenigen streben, das einfach schlechterdings dann überwältigend ist. Der französische Schriftsteller Stendhal hat sehr schön geschrieben, Schönheit ist nur ein Versprechen von Glück. Ich denke, darin ist schon sehr viel Wahres enthalten. Schönheit enthält immer etwas, das über sie hinausweist, auf etwas Größeres, ja, auf eine Idee von Glück.